Ja, wir gehen jetzt gerade wieder in den Park mit der. Mit wie? Also in den anderen Park, nicht in den gleichen wie gestern. Und ja, wir machen heute wieder viele Videos. Jo, wir sind jetzt inzwischen hier angekommen. Und wir waren hier zwar schon mal in dem Park, aber wir gehen hier ein zweites Mal, damit sie den Park sieht. Und wir sind hier Stadtführer. Und ihr habt wahrscheinlich sowieso alle Aufnahmen schon mal gesehen, oder? Ja, die gucken ja alle immer unsere doch. Videos. Jo. Ich bin gerade im Schwimmbad und hier gibt's kein Becken und ich laber Scheiße. Aber guckt, da kann man rein und das Wasser ist warm. Wie warm ist? Wie warm ist? Badewanne warm. Oh, das ist wirklich richtig geil. Ja. So noch. Scheiße, hier darf man gar nicht schwimmen. Jetzt ist mein Lebenstraum kaputt. Ich bin der Sonnenbrille-Experte und ich zeige euch jetzt, wie man wirklich Sonnenbrillen aufzieht. Oder doch eher so. Ich bin gerade vor denen weggelaufen, also vor Vivi und Robin. Jetzt verstecke ich mich hier. Ich hoffe, dass sie mich nicht finden. Und irgendwann dann schlage ich halt wieder zu. Das Blöde ist, sie sehen mich immer kurz. Aber jetzt laufe ich hier den Weg lang. Und versteck mich vor denen. Und ja, das sind wieder diese Menschen, die also laufen gerade mit so Leute rum, die vermessen alles. Sonst werde ich mich jetzt im Wald versteckt. Aber sonst bekomme ich vielleicht Ärger. Hätte man sie eh nicht, aber juckt mich nicht. Und ich laufe jetzt einfach weiter und hoffe, dass sie mich nicht finden. Und dann suche ich die nachher. Und nicht verlieren sie mich schnell. Egal, ich habe die Kamera, ich habe die Macht. Jo. Ich laufe gerade durch den Wald. Ich habe keine Ahnung wirklich, wo die sind. Ich habe was gehört. Wenn sie gleich kommen, dann muss ich rennen. Ich habe jetzt inoffiziell Versteckspiel erklärt. Wir spielen jetzt Verstecken voneinander und die suchen mich. Und ich habe verloren, wenn sie mich spielen. Oh, da sind sie. Vorne. Ich versuche mich jetzt weiter zu verstecken und ich habe euch weiter dabei. Seid dabei, wir. Im Wald, nicht im Wald, im Park, Verstecken spielen. Jo. Das muss auch mal erledigt werden. Während dem Verstecken spielen. Schuhe binden. Ich habe gerade ein bisschen Ruhe, weil ich die genau beobachten kann. Die sind genau hinter euch, um die 50 Meter entfernt. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Da hinten stehen die auf so einem Steg. Und beobachten so einen See, den zeige ich euch gleich, wenn ich die Chance dazu habe. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch mal kurz von unserem Tag. Also wir sind ein bisschen später aufgewacht, haben dann nicht viel gemacht, waren frühstücken. Ich habe zum Beispiel einen dreifachen Toast, interessiert euch wahrscheinlich eh nicht. Und danach sind wir hierher gegangen und ja, sind jetzt hier im Park. Keine Ahnung, was wir nachher noch machen. Gehen vielleicht ein bisschen durch die Läden hier oder laufen einfach in Rotorua rum, weil Wetter ist jetzt auch nicht so das geilste, also bewölkt halt, aber relativ angenehm warm. Und ja, ich gehe dann vielleicht noch zum Friseur, wenn der nachher noch offen hat, weil meine Haare sind ultra lang inzwischen. Und ja, ich würde sie ja von denen schneiden lassen, aber wir haben ja keinen Platz dafür, das irgendwo im Hostel zu machen. Wäre ja ein bisschen scheiße, wenn da alle meine Haare rumfahren da würden. Also nicht, dass ich denen nicht vertrauen würde, ne? Ja, das war's.
Die haben mich gerade gesehen, aber ich habe irgendwie nicht den Anschein, dass die wirklich merken, dass wir Verstecken spielen. Und ich habe gerade richtig viel auf einen Futsch gesagt. Jetzt brauche ich erstmal kurz auf. Und ich glaube, das Video wird so beschissen und so zusammenhangslos. Aber ich glaube, es wird witzig. Yo. Und ich glaube, ihr seht auch ein bisschen von der Natur, weil ich mich hier ab und zu mal drehe. Es dürfte vielleicht ein bisschen schnell gewesen sein, aber sehen wir dann in der Bearbeitung. Ich muss weg, die kommen näher. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich tue jetzt so, als ob ich verloren hätte. Aber eigentlich habe ich gewonnen. Weil mein Ziel war es, 3 Minuten lang dran zu bleiben. Ich gehe jetzt klettern! On top of the world! Wir sind on top of the world! Ich meine, du musst es mit einer Hand machen, das ist nicht getan. Weil ich Fehler nicht! Ich guck uns mal komisch an. Oh, ich meine, bin ich langsam! On top of the world, Selfie gleich! Nein! Wir sind hier hochgeklettert, wir haben es geschafft! Stimmung! Abreißen! Guck mal, die gucken. Ja, was machen wir noch? Keine Ahnung, wir gehen ein bisschen rumlaufen, oder? Ja, also mein Plan stimmt anscheinend, den ich von unserem Tag hatte. Und heute Abend geht's Barbecue, das habe ich vergessen. Oh ja! Barbecue! Free Barbecue sogar! Wir schreien so rum, Mann, die gucken uns alle so witzig an, warte. Die da, die in dem Haus chillen. Und hier. Gibt's noch was zu sagen? Ja. Du musst dich weiter drehen. Hast du Spaß? Ja. Nein. Yo, wir haben uns jetzt tatsächlich dazu entschlossen, uns die gegenseitig die Haare zu schneiden mit einer normalen Schere. Und es wird, glaube ich, witzig. Wenn ich gehen wir halt schnell danach zum Friseur. Ich meine, Geldsparer an jeder Ecke. Das wird witzig. Ja, vor allem wird es witzig. Ja, und ich denke, wir machen das wieder so im Zeitraffer. Also seht ihr gleich 3 Köpfe, die rasten nicht rasten. Nein, no, bitte nicht. Doch, die rasten nicht rasten. Ja, wir müssen übrigens in so einer Abstellklo ziemlich matig. Wir wollten echt belächelt für... Ihr wollt euch wirklich die Haare schneiden? Ja. Mhm. Ja, also... Sehen wir mal, wie das wird, aber es wird eh gut. Du bist verrückt, Mädel. Ich bin auch gleich dran. Genau gesagt bin ich jetzt dran! Jetzt muss ich durch! But I don't give a fuck! Bist du bereit? Immer! Oh, bereit, wenn du es bist! Oh! Guck mal, hier ist schon besser geworden. Das ist ein krasses Schild. Seht ihr mal? Wie sieht es aus? Ich weiß gar nicht, wie ich gerade aussehe. Barbecue! Yo, also, wir sind jetzt fertig mit Essen. Also hier. Unser ganzes Tagesprogramm ist heute fertig und die Haare sehen gut aus, finde ich. Ich bin sehr zufrieden, Robin auch. Ich tapp. Ich würde sagen, Essen war auch lecker, ist richtig gut gelungen. Jetzt schauen wir dann noch einen Film an. Und das war's dann für heute und wir sagen jetzt schon, wir sagen irgendwas Cooles, etwas Cooles. Gute Nacht. Nee. See you later, Alligator. Dies, das, Ananas. Nee, hau da rein.